So, da sind wir dabei. Silent Hill 2, wir stehen in der Doctor's Lounge. Haben wir im letzten Mal rausgefunden, dass wir keine Medikamente in diesen Kühlschrank reinstellen sollten, weil er nur für Lebensmittel ist. Hast du dir das gemerkt? Weil ich ganz ehrlich glaube, es gibt auch Leute auf der Welt, die Painkillers wie Smarties fressen. So, wir haben hier gelernt, dass der Code zum oberen Patientenflügel 7335 ist. Aus dem Grund würde ich sagen, gehen wir direkt nochmal in die dritte Etage hoch. Und schauen, ob das wahr ist. Und wenn nicht, dann suchen wir denjenigen, der das dahin geschrieben hat, aufs Whiteboard und boxen ihn weg. Es ist die einzige Lösung, meiner Meinung nach, zu diesem Rätsel. Okay, warte mal. Wir müssen jetzt... Ist das hier richtig? Ah, nein. Bollocks. Da nach rechts ist richtig. Ja, ihr müsst entschuldigen. Ist ein bisschen verwirrend hier, dieses Krankenhaus. Ist ein bisschen verwirrend teilweise. So, hier ist abgeschlossen. Steht aber auch nicht dran, was für einen Schlüssel wir brauchen. So. Dann gehen wir doch einfach mal hoch. Gucken, ob wir da etwas finden. Das war 1F. Jetzt schaue ich gleich mal, wenn ich in 2F bin, nochmal auf die Karte. Waren wir in 2F schon? Was war nochmal 2F? Ist es hier? Ja, hier waren wir schon. Hier waren wir definitiv schon. Ich bin mir nur nicht mehr 100% sicher, wo diese Tür mit dem Codeschloss war. Oder im Allgemeinen, wo wir das eingeben mussten. War das hier in 3F drin dann wahrscheinlich, wenn es heißt... zum Patientenflügel in 3F gehen, im dritten Stockwerk gehen. Holy crap, ja, okay, alles klar. Ah, bingo, da ist er auch schon. Da ist er auch schon, oder? Ja, da ist es. So, 7335 ist der Code hierfür. 7335, bingo, und wir sind drinne. Ob das gut oder schlecht ist, wird sich hinter der Tür rausstellen. Wahrscheinlich in erster Linie mal nicht so gut erstmal. Kann ich mir gut vorstellen. Das ist hier... Hörst du das? Hier läuft irgendeiner. Goddammit. Oh shit, da vorne. Jetzt aber. 3 Schuss reichen auch, oder? Oh Mann, diese Musik schon wieder. Diese Musik ist unglaublich, wie die Musik von einem auf den anderen Moment wirklich die komplette Stimmung in diesem Spiel einfach verändern kann. Gerade war es noch ruhig. Es war zwar dunkel, war zwar nicht so schön hier, aber ganz ehrlich, jetzt ist es einfach nur... Ich will hier raus. Verdammte Scheiße, ich will hier raus. Okay, hier ist das Schloss auch kaputt, da kommen wir auch nicht rein. Hier auch. Hey, cool. Goddammit, hier auch. Was zum Teufel, hier geht gar nichts. Wo ist denn S? 1... Alles zu. Oh, der ist nicht zu. Da wird wahrscheinlich wieder ein bisschen Munition. Vielleicht auch ein Gesundheitstrink rumliegen oder wieder mal eine Gegnerin. Nein, weder noch. Was ist los, Mary? Maria, whatever. Ja, dann bleib du hier einfach. Wo wir wieder beim Thema Painkillers wären. It's just a hangover. You should rest. Mm. So comfy. I'm gonna go look for her. For Laura. I'll be back as soon as I can. Okay, alles klar. Was haben wir hier liegen? Schlüssel zum Dach haben wir gefunden. Sehr, sehr gut. Du bleibst erstmal hier. Ergo, wir sind allein in der Dunkelheit. Okay. Das wird spaßig, das wird spaßig. Zumindest habe ich jetzt nicht die Gefahr, dass ich irgendjemanden anders treffe, den ich nicht treffen sollte mit meinen Schlägen oder Kugeln oder was auch immer. Da geht's ins Bad 3. Wenn die Tür offen wäre, aber auch diese Tür ist natürlich nicht offen. Fuck, man. Holy shit. Alles cool, das sind nur Stühle. Oh, dahinter meinst du? Verdammt, ich sehe, was du meinst. Ich gehe hier rein. What the fuck? Joker was hier, oder wie sieht das hier aus? Steck irgendwas im Abflussrohr fest. Das Loch ist zu klein, ich komme mit meiner Hand nicht dran. Wenn ich vielleicht irgendwas langes, schmales Werkzeug... Du hast ein langes, schmales Werkzeug. Nein, ein kurzes, schmales. Tut mir leid. Habe ich ein Werkzeug dabei? Im Moment, habe ich irgendwas aufgesammelt? Verbogene Nadel vielleicht?
Haha, ja, das ist ein sehr langes und sehr, sehr schmal. Aber sie ist nicht lang genug. That's what she said. Habe aber auch noch nichts, wie ich das hier im Prinzip verlängern könnte. Aber auf jeden Fall, das ist schon mal ein Anfang. Das heißt, wir müssen hier eine Verlängerung dafür finden, um praktisch daran zu kommen. Ja, ich sag jetzt einfach mal ganz laienhaft Verlängerung. Das ist auch gar nicht so falsch. Ja, komm schon. Wie hast du da verfehlt? Hat sie nicht mal bewegt. Direkt mal die Lichter ausblasen, dass die Musik hier ein bisschen ruhiger wird. Okay, hier ist auch zu. Eigentlich geht es in Silent Hill nur darum, Türen zu öffnen. Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Das ist der größte verschlossene Türen-Simulator ever, dieses Spiel. Selten so viele kaputte und nicht funktionierende Schlösser gesehen wie in Silent Hill Games. Das ist wirklich krass. Oh yes, Gesundheitstrink und die Möglichkeit zu speichern, die ich doch hier mal noch nicht in Anspruch nehmen möchte. Nein, wir kommen drauf zurück. Wir kommen drauf zurück. Ich muss mir nur merken, das ist ein Patientenzimmer. Was auch immer. S11, aber wird eh auf der Karte eingezeichnet. Von dem her halb so wild. Finde ich ohne Probleme wieder. Ich möchte mich erstmal noch ein bisschen hier umgucken. Bevor ich jetzt dann dazu übergehe zu speichern erstmal. Oh, hier geht's auch rein. Das letzte Ding. Es ist für die Leute, die wirklich dann irgendwie seit Ewigkeiten hier rumsuchen und keinen Bock mehr haben irgendwann. Die vergessen dann das, weil sie denken, ach, da wird auch nichts drin sein. Steht etwas an der Wand. Luis, ich werde mich für immer um dich kümmern. Es ist mein Schicksal. Du bist voller Bro, Mann, okay. Was ist das hier denn, um Gottes Willen? Wow. Okay. Nein, ne? Das wäre auch jetzt zu schön, wenn ich es einfach durch Zufall rausfinden würde. Ich glaube nicht, dass das hier so einfach ist. Gut, also hier ist ein Kästchen, das mit allem verschlossen ist, was sie gefunden haben, glaube ich. Oh Mann, oh Mann. Gut. Können wir noch nicht so arg viel anfangen. Weil ich zumindest momentan die Codes nicht wirklich weiß. Ich habe aber auch keine Dokumente gesammelt, die irgendwie... Kratzer an der Wand. Was war Kratzer an der Wand nochmal? Ach so, ja, oh Gott, okay, das war das komplett vom Anfang. Eindrücke auf Kohlepapier, genau, auf Whiteboard geschriebene Zahl. Eindrücke auf Kohlepapier, was stand denn hier Schönes nochmal drin? Au! 3488. Hoppla, das hätte ich fast übersehen. Stimmt ja, da haben wir ja was auf Kohlepapier eingesammelt. Okay, okay, okay. Dann probieren wir das doch mal ganz kurz. Oh, ich habe keine Munition mehr in der Pistole. Jetzt habe ich Munition in der Pistole. So leicht kann es gehen. Nicht tödlich, tödlich. Nicht tödlich, tödlich. Okay, 3488 war es, glaube ich. Schau mal. War es an dem hier 3488 oder... Oder war es 3448? Hm. Bingo! Schloss Nummer 1 ist zumindest mal weg. Okay, den Code hätten wir. Alles andere ist nur eine Frage des Wies. Das heißt, das zweite Schloss... Da haben wir noch keine Notiz dafür, oder? Bin ich jetzt total bescheuert? Habe ich total vergessen, dass wir Notizen aufgesammelt haben? Irgendwie nicht, ne? Luis gerade eben hat ja nicht wirklich einen Hinweis auf irgendwas gegeben. Das ist mein Schicksal. Ich werde mich für immer um dich kümmern. Das ist für mein Schicksal. Yep, okay. Die auf Whiteboard geschriebene Zahl war ja... Genau, 7335. Die Etagen, Patentenflügel, Öffnung und Aufzeichnung eines Arztes war ja auch nicht wirklich was Besonderes. Standen da irgendwelche Zahlen drin? Ich scanne es einfach mal ganz kurz durch, ob ich Zahlen sehe. Nein, ich sehe... Wait. What? Wow. Okay, I see. Warte mal ganz kurz. Meinst du, es ist zu der Kiste? Stimmt, wir haben ja so komische Schlüssel eingesammelt. Moment mal. Ah nein, halt, das ist der Schlüssel fürs Dach. Purpurrote Bulle? Oh, ja, okay.
Okay. Trotzdem ist der Code noch ein Rätsel für mich momentan. Ja, okay, wir wollen jetzt nicht die komplette Zeit in dieser Kiste verbringen. Wir haben schon viel zu viel Zeit in der Kiste wieder verbracht. Wir gehen mal weiter gucken. Erstmal dritte Etage und dann Schlüssel zum Dach haben wir eingesammelt. Das heißt, da oben sollten wir uns vielleicht auch nochmal ganz kurz umschauen. Welche Türen habe ich denn hier vergessen? Elevator und da geht es dann hoch direkt. Okay, dann werde ich in Anspruch nehmen, dass ich in S11 kurz speichern kann. In der Hoffnung, dass mir nicht mein Gehirn ausgesaugt wird mit einem Strohhalm da oben auf dem Dach. Aber hey, es ist Silent Hill, das kann passieren. Deswegen speichern möglich. Dann speichere ich doch da. Oder? Weil. Ja, passt. Awesome. Krieg mal hin. Alles gut. Nur keine Panik. Okay, ich bin selber ein bisschen panisch. Krankenhäuser sind meiner Meinung nach die besten und die furchtbarsten Bereiche in Silent Hill. Das ist meine Meinung. Mich haben schon viele Leute gefragt, wie stehe ich zu den Krankenhäusern oder allgemein zu den Bereichen in Silent Hill. Verdammt, da komme ich nicht hoch. Finde ich persönlich sehr geil. Krankenhäuser vor allem immer interessant, weil hier immer unglaublicher Scheiß abgeht, einfach nur. Also, es ist irgendwie immer was total Stranges, wenn man hier in diesen Krankenhäusern rumrennt. Von dem her sehr gut, aber halt einfach auch total anstrengend zu spielen, weil es so enge Gänge sind, so viele Rätsel auf einmal gepackt immer. Das ist ja in allen Teilen so bisher gewesen. Kann ich einen Schlüssel irgendwie benutzen? Vielleicht diesen hier. Nope. Nope, den auch nicht. Deswegen, ja, also gerade Krankenhäuser sind bei mir so ein Zwiespalt. Ich bin tierisch gerne in Krankenhäusern, weil da immer der Scheiß abgeht, der verrückteste, krankeste Scheiß im Prinzip in Silent Hill. Meistens, nicht immer, aber meistens sind eigentlich in jedem Teil dabei. Aber ja, die Menge an Rätseln und die Heftigkeit halt auch teilweise von den Bereichen ist manchmal nicht so spaßig. Yes, auf jeden Fall können wir jetzt zum Dach hoch. Aufs Dach drauf, je nachdem. Wie ihr wollt. So. Okay. Geht nicht so viel, aber hier sollte ich. Habe ich eine Karte von dem Bereich? Oh ja, okay. Das ist schon der komplette Bereich im Prinzip. Aber hier liegt auf dieser großen Fläche sicherlich noch irgendetwas, woran ich mich nicht erinnern kann. Aber hier liegt definitiv irgendwas. Da bin ich mir ziemlich sicher. Komm, enttäusch mich nicht. Da muss auch irgendwas liegen. Ah, Bingo, da liegt was. Tagebuch. Könnte wichtig sein für uns. 9. Mai, Regen. Den ganzen Tag aus dem Fenster gestarrt. Friedlich hier, nichts zu tun. Darf immer noch nicht nach draußen. 10. Mai, regnet immer noch. Sprach kurz mit dem Arzt. Hätten Sie mich gerettet, wenn ich keine Familie zu ernähren hätte? Ich weiß, dass ich erbärmlich bin. Schwach. Nicht jeder kann stark sein. 11. Mai, wieder Regen. Die Metzger haben mich heute krank gemacht. Wenn es mir nur unter Drogen besser geht, wer bin ich denn überhaupt? 12. Mai, wie immer Regen. Ich will niemandem mehr Ärger bereiten, aber ich bin so oder so eine Last. Kann es wirklich solch eine Sünde sein, zu rennen statt zu kämpfen? Einige werden das sagen, aber sie müssen nicht mein Leben leben. Das ist vielleicht egoistisch, aber so will ich es. So, es ist zu schwer, es ist einfach zu schwer. 13. Mai, es ist schön draußen. Die Ärzte haben mir gesagt, dass ich entlassen bin, dass ich nach Hause gehen muss. Ich. Hier hört das Tagebuch einfach auf. Es gibt keine weiteren Einträge. Wie kommt das Tagebuch hier oben hin? Vielleicht hat er hier gewohnt, Junge. Vielleicht hat er hier gewohnt. Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht. Man weiß nie, wo Leute wohnen. Holy fucking shit. God damn you. Pyramid Head. Warum tust du denn sowas? Ja, der kam unerwartet. An den habe ich auch nicht mehr gedacht. Ach du heilige Kacke, okay. Hat er mich einfach mal vom Dach geboxt. Ohne dass ich die Tür noch ausprobieren konnte. Wo bin ich gelandet? In welchem Bereich? Shit. Meine Energie sieht nicht wirklich gut aus. Ach du Kacke, dann erstmal in Ersthelfenkasten ganz kurz komplett essen. Mit den Bandagen und der Schere, die da drin ist. Und er hat uns in den Special Treatment Room geboxt. Ach, wie schön. Dankeschön. Das hat er gut gemacht. Da wollte ich eh schon immer mal hingehen. Verdammt nochmal, was liegt hier für Zeug rum? Da muss ich mir ganz kurz mal anschauen, was hier rumliegt. Oh, gar nichts. Zumindest nichts von Interesse für James. Ach du Heilige. Okay, wir sind im Special Treatment gelandet, Leute. Wir haben Byron wieder mal getroffen.
Und es ist jedes Mal wieder eine Freude, ihn zu treffen. Dass das nächste Mal Kuchen dabei, da würde ich mich drüber freuen, aber ganz ehrlich. Hallo, es ist Silent Hill. Es ist niemand mit Kuchen. Bis dahin, haut rein.